Was, wenn der König von England ausgetauscht wurde? Wir schreiben das Jahr 1318 und König Eduard II. Ist unbeliebter denn je. Ein junger Schreiber namens John Daedras behauptet tatsächlich, der wahre König von England zu sein und verlangt den König in einem Zweikampf, um den Thron herauszufordern. Beobachter stellen jedoch fest, dass er König Eduard sehr ähnelt, ebenso groß und gut aussehend, aber ihm fehlt ein Ohr. Seine Erklärung für dieses Missgeschick? Als Baby wurde er von einer Wildsau angegriffen, die ihm ein Ohr abgebissen hat. Aus Angst vor Strafe tauschte ihn seine Erzieherin heimlich gegen ein Bauernkind aus. Die Geschichte erregt in ganz England Aufsehen. Schließlich wird er verhaftet und vor König Edward in Northampton gebracht. Dies führt zu einem Prozess. Während des Prozesses gesteht Daedras, dass seine ganze Geschichte eine Lüge ist. Er behauptet, seine Katze sei der leibhaftige Teufel und habe ihn davon überzeugt, den Thron zu besteigen, was ihn der Hetze und des schuldig macht. Schließlich wird er in tragischer Heldenmanier zusammen mit seiner unschuldigen Katze gehängt.